Herzlich willkommen zum Literaturshorty der Buchhandlung Beusen und Mauke. Ich habe heute das Buch von Karin Grohl mitgebracht, Himmel auf Zeit, erschienen im Verlag Ebersbach und Simon. Eine wunderbare Romanbiografie über die leider fast vergessene Hamburger Künstlerin Anita Reh. Das ist ein Buch, zu dem habe ich auch gegriffen, weil ja langsam die Sehnsucht immer stärker wird, vielleicht doch mal wieder in ein Museum gehen zu können, vielleicht doch mal wieder diese Bilder live und in Farbe sehen zu können. Da ja bis dahin noch ein bisschen Zeit vergeht, ist das, glaube ich, genau die richtige Lektüre. Anita Reh hat gelebt von 1885 bis 1933. Sie entstammt einer Hamburger Kaufmannsfamilie. Sie hatte das Glück, dass sie dadurch in der Lage war, finanziell in der Lage war, sich intensiv ihrem Talent zu widmen, das schon sehr früh erkannt worden ist. Allerdings war es zu der damaligen Zeit für Frauen nicht möglich, Kunstschulen zu besuchen, sehr, sehr schwierig, in Ausstellungen aufgenommen zu werden. Und ja, auch das hat die erste Lebensphase geprägt, Anita Rehs. Sie hat es aber geschafft, mit viel Talent, mit viel auch Hartnäckigkeit, sich ihren eigenen Lebenstraum, soweit es eben möglich war, zu erfüllen. Hat auch in Hamburg ausgestellt, hat Gönner gefunden. Der Bruch kommt, als der Vater stirbt, als die Zeit auch immer schwieriger wird. Es ist ja dann eben auch die Wirtschaftskrise. Sie lebt alleine. Viele Freunde, viele Bekannte verlassen Deutschland, wenden sich auch von ihr ab. Die Mutter ist Jüdin, also eigentlich, und sie gerät eben dadurch, obwohl sie eben evangelisch erzogen wird, protestantisch erzogen wird, die jüdische Religion in der Familie keine große Rolle gespielt hat, gerät sie eben doch in das Augenmerk des beginnenden Nationalsozialismus, und das macht ihr das Leben natürlich immer schwerer. Ganz zum Schluss, ihre letzten Lebenswochen verbringt sie auf Sylt. Ich weiß nicht, ob sie diese Hamburger Ausstellung oder in der Hamburger Ausstellung waren vor 2 oder 3 Jahren. Und mir sind diese Bilder von diesen Schafen, Sylt im Schnee, einsam, nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Aber ich möchte Ihnen auch noch das bekannteste, ein sehr bekanntes Bild von ihr zeigen. Ich komme mal ein bisschen näher. Das ist Anita Reh, ihr Selbstbildnis. Meine Empfehlung für schöne Stunden im Wartesaal, bevor wir wieder in unsere Ausstellungen gehen können.